Willkommen zurück zu XCOM 2. So sieht unser Squad aus für unsere anstehende Mission. Wir können hier nochmal unsere Soldaten bearbeiten. Ah, das können wir noch nicht, aber wir können trotzdem, also das Aussehen etc. Wir können trotzdem hier nochmal, ja, die gesamte Rüstung etc. uns aussuchen. Und auf der rechten Seite, ja, da sehen wir keine Werte. Doch, hier bei dem Sturmgewehr und bei der Schrotflinte, da sieht man Werte. Und da sieht man, die Schrotflinte ist in dem Fall jetzt tendenziell stärker. Beim Schwert, da haben wir auch eine Pistole, einen Gremlin und einen Granatwerfer als Ersatz. Und weiteres müssen wir erforschen. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal mit dem ersten Einsatz los. Zu den Widerstandstruppen in diesem Gebiet ist erloschen. Das kann nur eins bedeuten. Diese Menschen haben alles geopfert, um uns diese Chance zu ermöglichen. Wir müssen diesen Wandler um jeden Preis bergen. Alle feindlichen Ziele müssen wir neutralisieren und dabei den Advent-Energiewandler bergen. Los geht's! Ich habe das Gerät gefunden, aber es scheint, als wäre es im Kampf beschädigt worden. Die Energiewerte spielen verrückt. Uns bleibt wohl nicht viel Zeit, bevor es explodiert. Shen arbeitet an einer Möglichkeit zur Stabilisierung des Dings. Aber dafür müssen wir nahe genug ran, um auf seinen Kern zugreifen zu können. Bleiben Sie im Schatten, bis wir die Lage geklärt haben. Okay, also hier sieht man quasi den Nebel. Da hinten ist unser Ziel. Und wir haben insgesamt 8 Züge Zeit. Das heißt, wir müssen uns auch ein bisschen sputen. Und deswegen sporte los. Würde ich sagen, machen wir erstmal am Anfang schon ein, zwei etwas größere Züge. Schon dabei. Und hier gibt es noch keinen Feindkontakt. Okay, die Aliens, die haben sich jetzt bewegt, ohne dass wir es sehen. Ah, und hier nach, hier können wir auch reingehen in den Transporter. Oder wir können auch eine Ebene hoch. Da gibt es aber keine Deckung. So, jetzt müsste man eigentlich schon sehr weit nach vorne dringen. Schicken wir jemanden auf die Flanke. Und los jetzt. So, kurz die Kamera geändert. Hier ganz rechts kann auch jemand hin. Offiziere scheinen fähiger als die normalen Fußtruppen zu sein. Wir wissen aber nicht, ob es an der Ausbildung oder der Gedankenkontrolle liegt. Commander, wir haben die Chance, Ihnen richtig weh zu tun. Stellen Sie sicher, dass wir unseren Vorteil optimal nutzen, bevor Sie den Kampf eröffnen. Na, das ist natürlich sehr cool, wenn wir die Gegner flankieren und das Überraschungsmoment auf unserer Seite haben, dann können wir da prima... Schon unterwegs. Mit der Feldpostenfähigkeit, Moment, ich schaue mal, wie heißt die? Feuerschutzmöglichkeit, können wir die prima hier in eine Falle locken. Na, wo gehen die denn jetzt hin? Na, was soll das? Ja, theoretisch könnte man sogar einem Kampf ausweichen. Na, geh du mal hier hin und dann schau du mal, ob du die siehst, die Gegner.
Ja, geht so. Die Frage ist, wo werden die sich jetzt hinbewegen? Eigentlich müssen wir nur der Straße folgen, insofern... Ich überlege gerade sogar, ob ich dem Kampf ausweichen soll und stattdessen einfach dahin laufen soll. In Ordnung. Na, die etwas niedrige Deckung, die... Brücke aus. Der vertraue ich nicht so, deswegen... Nutzen wir hier das Auto. Oh. Okay, Sie sollten die Sicherheitsprotokolle dieses Dings hacken können, um es zu stabilisieren. Shen lädt gerade den Code hoch. Na, und hier sieht man, wir begeben uns hier in feindliches Terrain. Aber wir können weiterhin flankieren. Ich würde sagen, das machen wir über die Flanke hinweg. Sichtkontakt zu feindlicher Patrouille. Oh. So, ihn könnten wir hier hinbewegen und dann die Feldpostenfähigkeit aktivieren. Das tun wir jetzt auch. Damit können wir die hier anvisieren. Feuerschutz. Mit ihr könnten wir auch den Feuerschutz verwenden oder gleich schon schießen, aber ich würde sagen... Wir harren noch einen kurzen Zug aus. So, und du kannst dich hierhin bewegen. Na, wobei, da hat sie nicht so ein freies Feld nach vorne hin. Das wäre cool, wenn ich hier noch ein, zwei Felder zusätzlich hätte, wo ich mich hinbewegen kann. Bestätigt. Rücke aus. So, und auch bei euch haben wir dann den Wachposten. Und wie sieht hier die Trefferwahrscheinlichkeit aus? Eigentlich ganz gut. So, sie kann ja auch ein bisschen mehr. Hier hat sie eine weitere Fähigkeit, den Schwerthieb. Ich würde sagen, auch hier erstmal der Feuerschutz. Na, erstmal patrouillieren die hier wieder. Na, wir sind da aber in Reichweite, in Sichtweite von denen. Oh, das sieht gut aus. Ja, wobei, da steht ein Baum im Weg. Okay, dann würde ich sagen... Wir können es ja mal versuchen. Zieh los. Du gehst mal hier in Deckung. Und du, mein Lieber, bewegst dich mal hier hin. Dann eröffnet ihr das Feuer. Direkt auch gekrittet. Sehr schön. Sie können uns sehen. Diese Einheiten bilden den Großteil der Advent-Truppen, mit denen wir zu tun haben. Sie sind diszipliniert verdammt. Und ausgerüstet, aber ihr Gehorsam macht sie berechenbar. Ja, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, nämlich habe ich hier den Feldposten nicht aktiviert, ehe ich hier den Hinterhalt, also ich hätte den Hinterhalt auslösen können, aber ich habe vergessen, den Feldposten zu aktivieren. Ranger verfügen über einzigartige Ausrüstung für den Nahkampf. In der richtigen Situation können sie extrem effektiv sein. Ich würde sagen... Ja, wobei sie sollte schon eher in den Nahkampf gehen. Also Moment. Du... Sie kann leider nicht so viel machen. Du bewegst dich mal ein bisschen nach vorne. Zieh los!
haben noch 4 Züge, das reicht noch. Definitiv. Du begibst dich in eine bessere Position. Verstanden! Rücke ab! Und auch das war ein kritischer Treffer. Sehr schön. Ausgeschaltet. So, und du? Der hier macht mir ein bisschen Sorgen, deswegen will ich eigentlich nicht zu dem so nah ran. Na, wir können es ja trotzdem mal versuchen. Sie hat ja immerhin 6 Lebensbalken. Wobei, sie kann auch verletzt werden und dann fällt sie für eine Weile aus. Oder wir gehen hier ganz nach außen hin. Wir probieren es jetzt einfach. Jawoll! Erledigt! Schrotflinte funktioniert hervorragend. Autsch, 4 Schaden. Ja, ich habe mich ja in die Position begeben, weil ich gehofft habe. Wenn wir den Wandler nicht bald stabilisieren, kehrt heute wohl niemand mehr zurück. Die Hoffnung war ja so ein bisschen. So, Moment, erstmal schalten wir das Alien aus. Watcher! Ja, so gut sieht das nicht aus. Ach, komm. Wir spielen auf Sicherheit. Ich werfe jetzt erstmal eine Granate. Werfe Granate! Ich möchte nicht direkt hier einen Soldaten verlieren. Und er hat jetzt keine Deckung mehr. Auch das ist super bei XCOM 2. Da könnt ihr fast alle Umgebungsobjekte kaputt machen. Jetzt trifft bitte. Yes! Treffer bestätigt. So, und jetzt geht ihr nach vorne und holt euch das Ding. Feinde können noch auftauchen, also weitere, deswegen nicht den ganzen möglichen, also nicht die ganze mögliche Reichweite nutzen, sondern wir spielen ein bisschen sicherer. So, und wir sehen, es gibt gerade keine Aliens, deswegen. So, Moment. Wir müssen uns da oben hin bewegen, damit wir hacken. Oh. Sie ähneln den Sektoiden, auf die wir erstmals während der Invasion trafen. Aber ihre Genstruktur enthält nun auch menschliche DNA. Sie sind stärker denn je und ihr psionisches Potenzial ist noch höher. Oh, das ist gar nicht gut, das habe ich ja gesagt. Ich habe aber nicht mehr damit gerechnet. So, ganz kurz hier die Kamera gedreht. Ich nehme mich zur Zielposition. Sie könnte schießen. Eigentlich müssen wir auch noch schießen, denn der Soldat hier steht in einer recht ungünstigen Position. Probieren wir es. Daneben. Daneben. Okay, wir haben aber noch weitere Leute. Roger. Auch der hat eine 46%ige Chance. Probieren wir es. Na okay, das Auto ist sehr stark beschädigt. Wird wahrscheinlich gleich explodieren. Also weiter nach vorne trauen kann er sich zumindest nicht. Okay, du kommst auch hier nach vorne.
Die Toten finden keine Ruhe. Die Aliens können sie per Gedankenkontrolle steuern. Da war ja was. Oh nein. Sieht hässlich aus. Okay, jetzt ist noch der hier dran. Jetzt komm, schieß daneben. Ah, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Jawohl. Immerhin haben auch die Gegner jetzt zwei verloren. Ob es das wert war. Okay, du Kollege, gehst hier hoch und hackst bitte. Bin unterwegs. Damit wir erstmal hier die Überladung knacken. So, zu 4% kriegen wir auch einen kleinen Informationsspeicher oder einen großen zu 1%. Ich würde sagen, wir probieren das hier mal. Ja, wir waren weit von beidem entfernt. Aber wir haben es geschafft. Natürlich. Es kann die Lage sichergestellt. Die Werte normalisieren sich. Nun, zumindest fast. Firebrand ist auf dem Weg, aber gehen Sie kein Risiko ein. Schalten Sie vor der Evakuierung alle verbleibenden Feinde im Gebiet aus. Den Zombie möchte ich eigentlich nicht attackieren. Der ist kein Problem. Okay, Moment. Kann ich den hier... 6 bis 8 Schaden, den kann ich attackieren. Das machen wir. Dann kann er den Zombie auch nicht mehr steuern. Abschuss. Da ist nur noch ein Zombie jetzt. Meines 1-5 Status bestätigt. Mission erfüllt. Jawohl. Also, wir haben es geschafft. Wir haben zwar einen Soldaten verloren. Das war die Unaufmerksamkeit, die ich angesprochen hatte. Aber insgesamt haben wir es hinbekommen. Und alle anderen bekommen eine Beförderung. Und werden jetzt auch zu Privates. Später kann man seinen Squad noch etwas größer machen. Im Schnitt getötete Feinde pro Runde 0,63. Ach, hier sieht man auch sehr viele Stats, an denen man sich auch orientieren kann. Das ist alles sehr cool gemacht, also coole Neuerungen. Haben sich redlich verdiente Beförderungen erarbeitet, Commander. Und Shen wird vermutlich auch mit Ihnen reden wollen. So, was wirst du, mein Lieber? Unsere Sprengstoffexperten. Sie setzen schwere Sprengkörper ein, wann und wo immer wir sie brauchen. Na, ob wir Grenadiere gebrauchen können, das weiß ich nicht. Er hat eine Fähigkeit, Granate abfeuern. Er benutzt einen Granatwerfer, um Granaten abzufeuern, statt sie zu werfen. Dies ermöglicht eine höhere Reichweite und Granatenkapazität. Allgemein sollte man weniger Sprengstoff benutzen, im Notfall ist es aber hilfreich. Wenn man mal irgendwie in Bedrängnis ist. Spezialisten setzen auf dem Schlachtfeld Roboterdrohnen ein, die zu unserer fortschrittlichsten Ausrüstung gehören. Diese können für den Kampf oder für medizinische Dienste ausgestattet werden. Oh, das ist ja mal cool. Hilfsprotokoll. Befiehlt deinem Gremlin, sich zu einem verbündeten Ziel zu bewegen. Er gewährt diesem Ziel bis zum Beginn deiner nächsten Runde einen Bonus auf Verteidigung. Also perfekt für unseren ersten Private, für Private Kelly, die... ja, auch ihren Schwerthieb hat und wenn die dann mal in einer etwas gefährlichen Position ist. Diese Gegenstände sollten uns in unserem Kampf gegen die Aliens behilflich sein. Haben Sie einen Moment Zeit, Commander? Ich habe einige interessante Dinge in Bezug auf das Implantat herausgefunden, das wir aus Ihnen herausgeholt haben. Ja, und dann können wir den Verteidigungswert von Kelly steigern entsprechend. Hier haben wir auch noch unseren gesammelten Loot. Das ist... ja, sehr wichtig für die Forschung,
und sehr motivierend. Wir brauchen viel davon. Warum stehen sie alle nur herum? Er ist perfekt. Kommen Sie, bringen wir ihn rein. So, weiter geht's jetzt in der Technikabteilung. Die können wir hier anklicken oder hier. Mal sehen, was sie rausgefunden haben. Okay, ich habe den Repulsoren mit Teilen ihres alten Antriebs versehen. Das sollte dein Stabilisierungsproblem lösen. Komm schon, Grover. Das wird schon. Commander, unsere Technik mit ihrer zu verbinden ist nicht so leicht. Lily Shen, Schiffsingenieurin. Zu Ihren Diensten. Sie haben wahrscheinlich meinen Vater erwartet. Nach allem, was passiert ist, hat Central wohl noch nichts gesagt. Er ist tot. Dad hat alles getan, um uns so weit zu bringen. Das ganze Schiff ist sein Lebenswerk. Ich weiß, er hätte ihm gerne selbst alles gezeigt. Er hat viel von ihnen erzählt. Aber ich werde das beenden, was er angefangen hat. Sieht nicht so aus. Aber ich kann von hier aus so ziemlich alles herstellen, was sie brauchen. Und mit etwas mehr Hilfe wären sie erstaunt, was ich für sie tun kann. War mir eine Ehre, sie kennenzulernen. Commander? Ich kann keine Wunder versprechen, Commander. Aber einiges davon kann ich wahrscheinlich im Handumdrehen zusammensetzen. Ich schlage vor, dass wir mit einem Medikit anfangen. Wir werden es sicher schon bald brauchen. Okay, rechts oben seht ihr quasi unsere finanziellen Mittel und was wir pro Monat dann zusätzlich einnehmen. Ein Medikit können wir sofort herstellen. Für 35 tun wir. Alles klar, Commander. Tigan scheint Fortschritte bei seiner Forschung gemacht zu haben. Wir sollten ihn im Labor besuchen. Dieser Entwurf beruht auf meinen früheren Forschungsergebnissen. Wenn ich das geahnt hätte. Ah, Commander, exzellentes Timing. Es gibt Fortschritte. Ich kenne jetzt etliche Schlüsselkomponenten des Chips, der aus Ihrem Schädel stammt. Meiner Analyse nach diente er primär als eine Art Leitung, um große Datenmengen direkt an Ihre Großhirnrinde zu senden. Nach Trennung der primären Verbindung sind viele der Daten verloren. Einige Bruchstücke bleiben jedoch. Geister, wenn man will. Sehen Sie. Taktische Kampfsimulationen. Kriegsspiele. Sie haben eine unfassbare Menge von Kämpfen verarbeitet. Es ist im Grunde ein Wunder, dass Sie so lange überlebt haben. Auch wenn das beunruhigend wirkt, hat es doch was Gutes. Dieser Chip ähnelt stark einem medizinischen Implantat, an dessen Entwicklung ich in der Gentherapieklinik in New Providence beteiligt war. Soweit ich weiß, waren diese Implantate nur für hochrangige Advent-Offiziere gedacht. Captains oder höher. Wir müssen einen Chip von so einem Offizier bergen, um sicher zu gehen. Ein besseres Verständnis dieser Implantate wäre uns von großem Nutzen, Commander. Neues Ziel hinzugefügt. Ja, damit wäre unser neues Ziel bekannt. Wir sollen einen Advent-Offizier bergen. Die Advent-Offiziere wurden eindeutig modifiziert, um ihren Untergebenen Befehle auf psionischem Wege zu übermitteln. Der Chip ist der Schlüssel. Also theoretisch zu töten und dann zu bergen. Also wir haben neue Forschung zur Verfügung und wir können eine neue Einrichtung bauen. Ein fortschrittliches Kriegszentrum. Und wir schauen mal ganz kurz, was haben wir hier alles. Wir können den Offizier jetzt autopsieren. Den haben wir schon. Okay, gut. Dann können wir darüber hinaus noch Hybridmaterialien herstellen. Das ist dann die Rüstung.
Und darüber hinaus gibt es dann noch Modularwaffen, Magnetgewehre, die von Advent-Truppen eingesetzt werden. Sie sind unglaublich komplexe Waffen. Die Gewehre zerstören sich von selbst, wenn ihr ursprünglicher Besitzer stirbt. Aber wenn wir uns anstrengen, sollten wir in der Lage sein, die geborgenen Teile zur Verbesserung unserer eigenen Waffen einzusetzen. Das können wir auch bald machen. Die geborgenen Adventleichen sind von einer faszinierenden Kombination aus Materialien geschützt, von denen manche herkömmlicher sind als andere. Durch Untersuchung der zugrunde liegenden Alien-Technologie könnten unsere Forschungen zu Verbesserungen für unsere eigene Ausrüstung führen. So, warum können wir das nicht tun? 5 Tage dauert das und wir brauchen noch einen Wissenschaftler. Daran scheitert das. Aber hier den Offizier können wir tatsächlich auch nochmal untersuchen. Zusätzlich zu den vielfältigen, faszinierenden genetischen Modifikationen, die die Advent-Soldaten aufweisen, scheinen ihre Offiziere mit einer Art von biochemischem Implantat noch weiter verbessert worden zu sein. Ich glaube, dass sie damit innerhalb der Alien-Hierarchie kommunizieren können. Ich frage mich, was wir wohl hören würden, wenn wir uns in dieses System einklinken können. Es ist jetzt schwierig, was sollen wir nehmen von den beiden? Ich würde sagen, das Geheimnis lüften wir in 3 Tagen, denn ich möchte zunächst meine Soldaten etwas besser schützen. Dieses Forschungsgebiet zählt für mich zu den faszinierenderen Optionen. Wir fangen sofort an. Ich melde mich, wenn ein vollständiger Bericht verfügbar ist. Es scheint, als hätte Shan dieses Modul zum Laufen gebracht, Commander. Wir erwarten Sie auf der Brücke. Also hier können wir auch nochmal unsere Forschung ändern, falls wir es uns anders überlegen. Das wird vor allem bei langfristigen Projekten wichtig. Wir können aufs Archiv zugreifen, um zu sehen, was wir alles erforscht haben. Und hier sehen wir unsere Wissenschaftler, beziehungsweise im Moment sehen wir sie nicht. So, wir können jetzt nochmal zur Brücke gehen und da wird es, glaube ich, gleich die nächste Mission geben. Hier haben wir die Energieversorgung unserer Basis. So, und ich schaue gerade nochmal. Technikabteilung. Hier haben wir auch noch Ingenieure, beziehungsweise noch nicht. Das Inventar, aus dem wir ja alles Mögliche basteln können. Moment, was war das letzte? Ein Zielfernrohr. Oh, stimmt, das hatten wir geborgen am Anfang. Und hier können wir, genau. Wir können unsere Einrichtung auf der Avenger ausbauen, Commander. Aber dafür brauchen wir mehr Ingenieure, um Platz für die Bauvorhaben freizuräumen. Ja, dafür wird später dann, also werden die Ingenieure später gut sein und ja, dann werden wir entsprechend weitere Einrichtungen bauen und hier gibt es noch natürlich die Gegenstände wie den Medikit. Wie das Medikit. Das oder den Medikit? Das Medikit, glaube ich. So, und hier können wir zum einen Leute rekrutieren, die komplett random sind. Die werden dann erstmal zu Rekruten und hier haben wir unsere Soldaten. Da haben wir Jane Kelly schwer verwundet für 13 Tage. Das heißt, 2 neue Rekruten kriegen hier die Chance. Und darüber hinaus tun, auch noch. Was wir können, um unsere gefallenen Soldaten zu ehren, Commander. Es ist nicht viel, aber so können unsere Leute wenigstens ihren Respekt zollen. Und dazu haben wir auch noch unsere Ehrenwand, wo wir ja insgesamt mittlerweile 3 Soldaten haben. Einer ist aber erst durch unsere Hand gestorben. Ja, das war XCOM 2 für heute. Das ist dann jetzt die 2. Folge für heute und ich werde schauen, dass ich auch fast täglich eine weitere Folge bringen kann. Also für die nächste Woche könnt ihr erwarten, dass irgendwie täglich eine Folge kommt. Aber allgemein, auch für die neuen Zuschauer zur Information, ich bin aktuell in der Klausurenphase und deswegen wird es da hin und wieder ein paar Tage ohne eine Folge geben. Also ich werde dann schauen, dass ich 4 oder 5 Mal pro Woche irgendwie eine Folge hochladen kann. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Bock auf das Spiel und ich muss schauen, dass ich hier nicht zu viel Zeit reinstecke und das Lernen vernachlässige. Nächstes Mal machen wir bei der Brücke weiter und bis es soweit ist, wünsche ich euch eine gute Zeit. Haut rein!